Einer der Auserwählten führt einen Angriff auf das Widerstandsnest in diesem Gebiet an. Unsere Leute tun, was sie können, um sich zu wehren. Aber wir müssen den Zivilisten helfen, die in der Nähe gefangen sind. Unweit von ihrer Position versteckt sich eine Gruppe von Widerstandssoldaten. Begeben Sie sich dorthin und helfen Sie ihnen, die Alien-Truppen abzuwehren. Und damit, hi ho, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM 2 mit eurem Commander Ron. Und wir sind wieder mal dabei, Widerstandstruppen zu befreien. Eine meiner Lieblingsaufgaben, ehrlich gesagt. Ich mache mich auf den Weg. Wir können mal direkt unseren Scout vorschicken, ob es irgendwelche Angreifer gibt. Ich weiß nicht, ist das ein Benzin-Ding? Ich möchte ungern neben dem Benzinturm Deckung gehen. Das irgendwie habe ich das Gefühl. Biete Feuerschutz. Scanne-Gebiet. Wählen geht nichts. Oh, ein Sektoid. Okay, das sind auf jeden Fall ein paar Truppen in dem Fall. Nice. Die Widerstandsgruppen, warum? Das hätte ich schon gesagt, die sind besser als wir. Ich denke mal. Bestätigt! Hast du hier einen Schuss auf den? Nee, tatsächlich nicht. Dragonova. Könnte ich hier nach da schicken, aber das würde nicht so viel bringen. Hier könnte sie wahrscheinlich. Volk sagt, ich soll gehorchen. Ja, hier kann sie ihn sehen. Und auch den anderen. Was können wir denn fernzünden? Wir können tatsächlich. Das sind Sprengstoffdinger. Oh mein Gott. Bam! Schade. Sehr schön. Nicht aufgedeckt. Das würde ich mal als perfekt nennen, weil jetzt hat Kutko auch noch einen guten Schuss. Bam, einer weg. Abschuss. Nice. Will ich auf dem Sprengstofflager hoch, um Deckung zu nehmen? Ist das in irgendeiner Form eine gute Idee? Also in irgendeiner Form. Bin mir da nicht so sicher. Okay, zeig, was du kannst. Exzellent. Ich würde ihn tatsächlich lieber hier auf dieses Lager hier stecken. Ich glaube, das macht dahingegen erstmal mehr Sinn. Aber ich will jetzt auch nicht noch eine Truppe triggern, also mal jetzt erstmal Feuerschutz. Scanne-Gebiet. Ja. Hi. Sie kommen von der Seite. Widerstandstruppen? Also den einen, das ist ja kein Problem. Komm schon, krit ihn weg. Schade. Denn ihren Waffen machen ein bisschen weniger Schaden, merke ich gerade. So. Dann können wir. Ah, Link hätte einen Schuss drauf, aber halt einen echt beschissenen Schuss. Rück aus! Packen wir ihn mal hier hoch auf jeden Fall. Haben wir noch irgendjemanden Dragonova? Will ich jetzt nicht unbedingt aus den Schatten holen. Oh, gut, go ahead, einen Flankschuss. Nice! Gut, go! Terminate! An die Wand getackert. Feind eliminiert! Sehr schön. Das Widerstandsteam ist in Sicherheit. Es hilft nun den anderen Überlebenden. Eine große Gruppe Zivilisten sitzt in der Nähe ihrer Position fest. Unsere Sensoren erfassen feindliche Truppen, die sich schnell nähern. Wir müssen schnell handeln, bevor die Aliens diese Menschen abschlachten. Okay, jetzt müssen wir uns eh nach vorne bewegen, sag ich mal. Da
Das schaffe ich. Meganova rennt vor. Vorteil ist, wir haben hier einen relativ guten High Ground. Okay, von da oben kommen die. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, ich pack Link irgendwo da oben hin. Schon unterwegs. Mein Leben liegt in ihren Händen. Ich meine, Dragonova kann ihr eh noch nicht sehen. Wir müssen erstmal die ganzen Truppen nachziehen von uns. Das ist ein bisschen ein Marsch, sage ich jetzt mal. Bestätigt. Bringt jetzt eigentlich relativ wenig, aber ich kann Dragonova noch ein bisschen weiterziehen. Gucken wir mal, ob wir da nun welche finden, weil da haben wir ja schon gesehen, dass da eine Gruppe ist und das ist nur eine kleine Gruppe. Zuerst setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Mittlerweile sehen wir allerdings nicht mehr allzu viele davon. Sehr schön, die sind schön flankiert, die haben keine Ahnung, dass wir da sind. Oh, okay, da kamen auch noch welche. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch unsere Truppen aufteilen. Ein bisschen ein paar nach links schicken, ein paar nach rechts. Sehr schön. Alter, die Widerstandstruppen, die sind besser als meine Leute. Es geht. Warum sind wir nochmal hier? Und wie viele haben die? Okay. Okay, Dragonova hätte einen Schuss. Link hätte tatsächlich auch einen Schuss mit 95%. I take it. Nice. Oh, ich liebe das Beretta Kaliber 50. Er war so gut. Vom Geräuschfaktor her und alles. Ja, jetzt ist das Problem. Wie machen wir das? Ich denke mal, Link hat alles hier gut einigermaßen im Blick. Verstanden. Ich schicke mal Dragonova aufs Gebäude. Zum Scouten und zum Snipen wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Und ja, wir müssen früher oder später wahrscheinlich ran. Das heißt, Oiki und Gutgo vielleicht auch aufs Gebäude. Ja, hier ist Feuer und Feuer kann sich ausbreiten. Das ist weniger idealo. Wir könnten auch hier hoch und dann quasi von dort aus weitermachen. Aber ich glaube, wird gemacht. Wir sammeln uns erstmal auf dem Dach. Okay. Ich finde es cool, wie die den Regenrinnen hochklettern. Wow. Der ist gemein. Mushroom Man. An Rückzug. Ihre Einheiten im Einsatzgebiet ignorieren unsere Truppen, um gezielt Zivilisten anzugreifen. Schalten Sie diese Schweine aus! Ja, macht sie fertig. Okay, wir haben so viele sind es gar nicht mehr. Wir müssen noch zwei Zivilisten retten, scheinbar. Oder?
Alter! Ich muss überhaupt nichts machen, die machen alles für mich fast schon. Okay, gute Frage. Terranova kann zwei Sachen sprengen, bringt uns aber gerade nichts. Wir wissen, dass da unten noch zwei Ziele sind. Ein Marshmallow Man. Und da würde ich auch sagen, da gehen wir dann auch direkt so rein. Bringt uns das Dach gerade relativ wenig, aber das ist egal. Wir hatten bereits Gerüchte über Gestaltwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies, wenn wir sie nur festhalten können. Denken Sie nicht mal darüber nach. Ich halte mir auch mal auf. Für den Fall, dass ich flashbangen muss. Es sind zu viele Zivilisten im Einsatzgebiet, als dass ich da jetzt einfach eine Granate reinwerfen kann. Leider. Eine Flashbang-Granate wäre gar nicht so verkehrt. Begebe mich zu dieser Position. Okay, Link kann natürlich hier gar nichts machen, was das betrifft. Der muss jetzt erstmal. Okay, bin unterwegs. Vorwärts. Dragonova kann auch noch nichts machen. Goodku kann mal den einen abknallen. 62% oder 80%. Schießen wir auf den Gesichtslosen. Sehr schön. Wir müssen nur gucken, dass wir die dann auch killen, weil die regenerieren sich, wenn ich das noch richtig weiß. Kann ich von hier irgendwo. Von hier. Bewege mich wie befohlen. Aber wo ist da nochmal? Nochmal ein Alien? Irgendwo? Oh, da hinten ist noch ein Zweier. Ich weiß nicht, ob ich den lassen will, aber. 88%! Das tut weh. Wir können uns nicht mehr verbergen. Das tut extrem weh. Naja, dann. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als erstmal hier eine Blendgranate reinzuwerfen. Ich will aber möglichst wenig von diesen Friedenstruppen treffen, weil die haben echt ein gutes Aim. Irgendwie hier richtig zielen. Ohne uns vielleicht dabei noch zu erwischen. So erwische ich nur einen von den Friedenstruppen. Siehst du das? Das ist okay. Aber er trifft trotzdem kritisch. Weniger cool. Macht sie weg! Sehr schön. Ein paar Zivilisten habe ich jetzt, glaube ich, verloren, aber. Ja, mei. Alle kann man nicht retten. Okay, Goodku hat einen sehr guten Schuss hier drauf. Goodku hat einen sehr guten Schuss hier drauf. Link, wen kannst du absnipen, damit du nicht völlig nutzlos bist? Oh, du kannst direkt den Großen absnipen, das wäre super. Das hilft uns wahrscheinlich super. Bam! Nice. So, dann kann er den Kollegen hier wegmachen. Oh, das war ein Cheap Shot. Der hat sich leider hinter die falsche Deckung gestellt. Das wird die Wache werden. Immer wieder lustig. So, und jetzt brauchen wir einen guten Roll. Komm schon, gut, go! Drei? Schon? Zwei?
Schaden? 2 Schaden. Nice. Das war von beiden Seiten einfach beschissen. Okay. Komm, mach den Marshmallow-Mann weg. Oder auch nicht. Leider ist die Beute ausgelaufen, aber... So. Waffe geladen. Komm schon! Hab ihn erwischt. Makellos! Wir haben die verbliebenen Zivilisten gerettet und es sind keine Feinde mehr in Sicht. Gute Arbeit da draußen. Kein Schaden bekommen, aber die haben auch hauptsächlich auf Zivilisten geschossen. Also deswegen... Ist dieses Achievement, sage ich jetzt mal, ein bisschen gedämmt von der Tatsache, dass sie einfach uns nicht angegriffen haben. Aber gut, Guard, gut gedodged. Mit seinem Dancing-Skill. So. Nieder mit Edward! Schauen wir mal, wie die Leute sich jetzt geschlagen haben für Beförderungsstatus. Okay, gut, Go. Du bist unser Spezialist. Alles klar. Und Orki? Heavy Weapons. Das passt. Sehr schön. Link hat sich ein bisschen mit Dragonova angefreundet. Und ansonsten, ja. Dragonova muss sich jetzt eh ausruhen, was das betrifft. Wir haben 15 Zivilisten gerettet. Das ist sehr schön. Das hat die Einnahmen der Region gestärkt. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Dann kriegen wir jetzt auch gleich ein bisschen Geld. Das ist super. Avenger berechnet neuen Kurs. Weil die Rekruten da unten... Ich bin gerade gut mit Rekruten. Ich brauche nicht noch mehr. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Sehr schön. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Die Außerwelten lassen sich nur schwer infiltrieren, aber wir konnten Informationen über ihre neuesten Aktionen sammeln und so einen groben Eindruck gewinnen. Das ist mies. Feuerschutz, Schüsse immer. Avenger sind. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeiten. Okay, Widerstandsbefehle. Wir haben. Wir können eine dieser Bemühungen mit geringen Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Commander, die Fraktionen haben der XCOM ihre Unterstützung zugesagt und sind bereit, unsere Befehle auszuführen. Alle Aufgaben, die sie zuweisen, werden vom Widerstand erledigt. Die Dinge laufen so gut, dass meine Schnitter neue Befehle entgegennehmen können. Okay. Mehr Ressourcen ist am Anfang das A und O. Unsere eigenen Soldaten zur Unterstützung der Widerstandsfraktionen schicken, um diese verdeckten Einsätze abzuschließen. Sie werden einige Tage lang nicht verfügbar sein, aber es wird unseren Einfluss beim Widerstand erhöhen und uns zusätzliche Vorräte einbringen. Dieser Einsatz erfordert Felderfahrung, Commander. Wir müssen zur Leitung einen unserer Veteranen schicken. Okay, dann schicken wir mal hier zwei Leute los. Ihr beide habt gerade gute Arbeit geleistet, Goodgo und Orki, dann schicke ich euch beide los. Zack, dann... Ja. Dann geht ihr mal los, sollte funktionieren, rettet ihr mal Private Mox. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. Commander, der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Atlan versteckt. Leider so gut, dass wir über das Gebiet fliegen und es vollständig scannen müssen, wenn wir das Zeug für uns bergen wollen. Ich schätze, sehr schön, Modularwaffen. Nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Dann haben wir jetzt die Magnetwaffenforschung, das ist sehr stark. Das wäre nämlich dann die stärkere Stufe von den Waffen. Psionik können wir immer noch nicht machen, weil uns die Ethereum-Kristalle fehlen. Widerstandskommunikation ist natürlich wichtig, aber am Anfang gute Magnetwaffen haben lohnt sich. Beziehungsweise,
Machen wir erst die Widerstandsdinger. Zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Kriegen wir nämlich auf lange Sicht mehr Geld. Wir haben bereits beträchtliche Ressourcen in das aktuelle Forschungsprojekt gesteckt. Wir können trotzdem zu etwas anderem übergehen, wenn Sie wollen. Ich lenke unsere... Sehr schön, wir haben ein Energierelay, das ist jetzt auch fertig. Wenn wir jetzt die Vorräte holen, können wir auch weitermachen. Aber dazu müssten wir jetzt endlich mal scannen dürfen. Nice. So wie Sie davon getrieben sind, Ihre Leute von der vermeintlichen Unterdrückung durch die Ältesten zu befreien, treibt mich die Last der Ehre zum Dienst im Namen der Götter, ganz gleich, welche Absichten Sie verfolgen mögen. Commander, die Fraktionen denken, sie wissen, wie man die Auserwählten findet. Wir sollten den Ring bauen, damit sie einen Einsatzbesprechungsort haben. Das ist natürlich auch nicht schlecht später, dass man dann quasi mehr Ingenieure hat. Aber am Anfang würde ich tatsächlich den Widerstandsring oder Trainingszentrum. Trainingszentrum macht unsere Truppen halt stärker. Und das bauen wir auch zuerst. Ja, definitiv. Haben wir noch einen Ingenieur zum Freiräumen? Yay! Nice. Dann können wir hier nämlich jetzt freiräumen. Personenevakuierung dauert noch 3 Tage. Dann scannen wir hier mal weiter die Vorräte. Ich hoffe, dass unsere Leute es schaffen, ohne Verletzung da Mox rauszuholen. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Dann können wir jetzt die Kommunikationsdinger bauen und eine Kommunikationszentrale. Perfekt. Widerstandsfunk. Das ist nämlich das, was wir brauchen hier. Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, Commander. Dass wir nämlich diese Dinger bauen können, wenn ich es richtig weiß. Wir können nun versuchen, den Kontakt zu lokalen Widerstandsgruppen auf der ganzen Welt herzustellen. Wenn wir ausreichend Informationen für einen Kontakt gesammelt haben, müssen wir das Zielgebiet nach dem Signal der Widerstandskämpfer scannen. Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Sobald wir nice. Gefunden haben, haben wir die neue Region erschossen. Sie haben Private Mox gerettet. Anhand der bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle. Ah ne, halt! Wir haben nur rausgefunden, wo er feststeckt. Der Scan zur Ermittlung ihrer exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir vielleicht so weitermachen, Commander. Die Widerstandsfraktionen haben uns geholfen, unseren gefangengenommenen Soldaten zu finden. Wir haben Informationen zur Position unseres Soldaten, der im Kampf gefangen genommen wurde. Labern an einem Stück. Für eine Rettungsaktion. Ich meine, die sind fast wie ich. Schrecklich. Wenn wir diesen Krieg Moment. Wollen, halt mal. Wir jede das schneide ich noch raus. Nutzen. Nehmen wir an mich selbst, nicht wieder vergessen, was rauszuschneiden. Situationen angreifen können, die besondere Planung und Vorbereitung erfordern. Commander, die Bedingungen am Boden scheinen für ein unbemerktes Vorgehen geeignet zu sein. Wenn wir unsere Leute in Position bringen, sollten sie alle im Verborgenen arbeiten können. Link will ich jetzt diesmal nicht mitnehmen. Dadurch, dass wir jemanden rausholen und es ist immer noch eine leichte Mission, tue ich lieber nochmal einen neuen dazu. Beziehungsweise... Kerrigan. Kerrigan hat sich angefreundet mit Saya. Sehr schön. Oder beziehungsweise kein Scharfschützen. Scharfschützen ist wahrscheinlich eher schlecht. Dann nehme ich lieber Zentriff mit. Perfekt. Weil mit seiner Shotty sollte er relativ einfach dann... im Nahkampf bleiben können. Geben wir ihm ein Laservisier. Damit die Shotty besser zieht. Und ansonsten... Ich könnte ihm ein Sturmgewehr geben, aber ich glaube, mit der Shotgun ist er ganz gut aufgehoben, wie wir es letztes Mal gesehen haben. Slim, du nimmst mal das Medkit mit. Du kannst es nämlich mit dem Gremlin verabreichen, das ist ein bisschen effizienter. Außerdem deine Waffe modifizieren. Was machen wir da drauf? Ein Zielfernrohr. Ja, machen wir ein Zielfernrohr.
und da Saya nämlich eine Schredderkanone hat, die Rüstung zerstört, machen wir da, dass Fehlschüsse nämlich auch mindestens noch einen Schaden machen. Das bedeutet nämlich, die Rüstung wird, selbst wenn wir nicht treffen, immer zerschreddert. Und das ist eine Kombi, die weiß ich noch vom letzten Mal, die war richtig gut. So. Dazu die Flashbang und die normale Granate. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Private Mox retten. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und wir retten uns einen... Keine Ahnung, sah ein bisschen aus wie ein Manatee oder so. Aber bis dann, bye bye!